Wir haben hier in unserem Bericht das ja, den Versagen der Staatsanwaltschaft, das Versagen der Finanzbehörden, das Versagen des Ministeriums aufgelistet. Es ist im Grunde alles hier falsch gelaufen. Man hätte schon 2004 Steuerstraftäter dingfest machen können, wenn man die Anzeigen von Herrn Mollert ernst genommen hätte. Diese Anzeigen hätten dann auch letztlich Herrn Mollert entlastet, sodass hier ein Bankenwahn nicht hätte unterstellt werden können. Das heißt, also wenn das alles richtig gelaufen wäre, wäre Herr Mollert niemals in die Psychiatrie verbracht worden. Und darüber hinaus hat man auch gesehen, welche Fehler dann letztlich auch im gerichtlichen Verfahren gemacht worden sind. Diese sind in einem ersten Bericht der Staatsanwaltschaft Regensburg ausführlich geschildert worden. Diese Fälle der Rechtsbeugung, die hier beschrieben werden, die sind von der Generalstaatsanwaltschaft auch runtergebügelt worden. Das Ministerium hat auch nicht eingegriffen, dass hier eigentlich weiter verfolgt werden muss. Man hat den ermittelnden Staatsanwalt beim Wiederaufnahmeantrag schlicht im Regen stehen lassen. Das heißt, also man hat einfach vertuscht. Es darf nicht sein, was nicht sein kann. Es darf in Bayern keine Rechtsbeugung geben, obwohl es ja augenfällig ist. Und hier wird der Mantel des Schweigens durch das Ministerium drüber gelegt. Das heißt also ein Staatsversagen auf voller Linie. Das heißt, die Ministerin muss endlich den Rücktritt einreichen. Sie muss gehen oder wenn sie es nicht tut, muss der Herr Ministerpräsident da sie entlassen. Ansonsten macht er sich hier mitschuldig an dem, was hier passiert ist.